Heute ist das Wetter nicht ganz so schön, aber es hat mich trotzdem nicht abgehalten, ins Camp zu gehen. Hin und wieder kommt mal ein Regenschauer, aber ich bin ja hier super vorbereitet. Wenn ihr Lust habt, die neuen Ergebnisse am Camp zu sehen, dann bleibt ganz einfach dran. Hier nochmal mein heutiges Bastelergebnis. Und hier nochmal mein nachgearbeiteter Zaun, den ich noch mit 30 ein bisschen abgetarnt habe, die Lippen geschlossen habe. Wie ich finde, macht sich das jetzt hier ganz gut. Voller Blickschutz, winddicht, schätze ich mal, wird es auch ziemlich sein. Und wenn man sich jetzt hier das große Schrägdach genauer anschaut, sieht man, dass jetzt die ersten Gräser wachsen. Haben wir jetzt ein kleines Feuerchen noch gemacht, weil es mir jetzt ein bisschen kalt war. Und wie man sieht, zieht der Qualm nicht mehr so quer durchs Camp durch, sondern geht schön nach oben und geht dann ab. Da hat der Zaun was gebracht, so wie ich mir das gedacht habe. Jetzt gibt es nicht mehr so eine Zugluft. Und durch die Plane hier hält das jetzt hier auch schön die Wärme. Ja, ein schöner, aber heute kurzer Camptag, geht vorbei, habe auch wieder ein kleines bisschen was gebastelt und mich auch wieder ein bisschen ausgeruht und jetzt geht es wieder langsam nach Hause,
Vielleicht hat es wieder Spaß gemacht. Der Kaffeechaos Uwe.